So Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier wieder in unserem Haus und es ist hier alles so wunderschön hell. Es halt auch extrem. Ja. Auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute kommt die neue Cappuccino-Challenge. Heute kommt die neue Haustour. Also ja. Was heißt Haustour? Wir zeigen euch ein Update vom Haus. Das wollte ich sagen. Haus-Update kommt. Haus-Update, ja. Genau, wir zeigen euch, auf welchem Stand wir sind. Wir sind zwar schon ein bisschen länger auf diesem Stand, aber wir sind noch nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen, weil halt immer was Neues ansteht. Aber heute zeigen wir euch mal, wie das Haus bis jetzt aussieht. Und was wir vorhaben, wohin zu bauen. Und genau. Da wollen wir natürlich auch Feedbacks von euch, was ihr dazu sagt, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wenn nicht, dann lasst euch das. Und jetzt geht's los. Dann fangen wir an. Also, das ist jetzt der Eingangsbereich hier. Und, Schatz, darf ich die Fliesen zeigen? Ja. Okay, jetzt kommen die Fliesen nämlich. Der Boden ist fertig. Und meine Terlicks. So, fangen wir hier an, Schatz. Also unser Eingangsbereich. Das ist der Eingangsbereich, Leute, wir sagen euch gleich, wie es aussehen wird. Hier, wo die Kisten jetzt stehen und die Schuhe, kommt eine Garderobe rein, eine eingebaute Garderobe. Ja. Und dann, ich mach weiter. Wenn man vom Gang reinkommt, vom Eingang, dann kann man hier in den Keller, dort geht's hoch. Und das hier ist die Küche. Wir lassen jetzt erstmal die Türrahmen so. Ich wollte eigentlich noch eine Glastür reinmachen, kommt noch, aber das lassen wir jetzt... Kein Money mehr. Bis zum Schluss lassen wir das jetzt noch so. Die Küche kennt ihr schon. Ich filme mal von hier. Das ist die Küche, da hat sich nichts geändert. Die Dinger hier haben wir selbst foliert. Ja, Schatz. Ja. Die haben selbst verliert. Hier aber steht. Die passen jetzt einfach nicht, weil die Fliesen dicker sind als die ursprünglichen Fliesen. Und deswegen müssen wir hier jetzt was abschneiden. Die kommen dann hierher. Genau. Und da wird unser Essbereich hinkommen. Heißt Tisch, Stühle, Sitzbank. Darf ich kurz vormachen? Ja. Hier wollen wir unsere Sitzbank haben. Ja, Schatz. Also, als Esstischbereich. Genau. Hier wollen wir einen Tisch. Vier Stühle, also wir holen insgesamt sechs, aber vier Stühle werden hier stehen. Eine Sitzbank und dann kommt noch was an die Wand, damit sie nicht dreckig wird. Und, so eine Rückenlehne, wenn es klappt. Genau, und du kannst ja erklären, was wir machen wollen, wenn Besuch da ist. Und okay, wenn Besuch da ist, dann kommt Tisch raus und dann haben wir so eine Sitzecke, also so eine Sitzbank. Und da kann man sich dann so draufsetzen. Immer. Und damit man natürlich sich herannehmen kann, kommt hier so eine Rückenlehne im gleichen Farbton. Wir haben jetzt halt ein paar Sachen eingekauft, deswegen steht es jetzt hier in der Küche rum. Dann ist das quasi der Flur, also der Gang zum Wohnzimmer. Hier rechts wisst ihr schon, hier links wisst ihr schon, Gäste-WC. Da sind auch die neuen Fliesen drin, wir haben eine neue Toilette. Und ja, das wird unser Wohnzimmerbereich. Boah, was für Haare, crazy. Auf jeden Fall, das wird unser Wohnzimmer. Wow! Ja, wir haben diese Terrasse, die ist schon noch vorgestellt mit aller Sachen. Okay. Auf jeden Fall unsere wunderschöne Terrasse mit den alten Toiletten hier noch und alles drum und dran. Erklär, Schatz. Hier heißt es übel, deswegen bin ich ein bisschen leiser. Hier wird unsere Fernsehwand hinkommen. Da könnt ihr gespannt sein, was dort auf euch zukommt. Und das zeigen wir euch dann, sobald alles fertig ist. Und wir nehmen euch auf Instagram. Marisa kommt im Endeffekt auch überall mit, was wir das aufbauen, was wir machen, werdet ihr alles, sag ich mal, tagesgenau dort sehen. Aber ja, hier kommt dann unsere Chill-Couch. Yes. Also das ist hier so eine U-Couch oder eine L-Couch, die man auch ganz oben gestalten kann. Und hier in die Mitte kommt noch ein kleiner Tisch, Wohnzimmertisch. Und das war's auch schon hier. Super. Okay. Ja. Und dann können wir eigentlich doch direkt hoch. Okay. Oben hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer das Bad. Und ja, die Zimmer sind gleich geblieben. Es sind nur Leisten reingekommen, Sockelleisten. Zeige ich euch mal hier, wie das ja, so aussieht. Okay. Okay. Geht einmal darüber. Zeige ich euch. Genau, Leute. Also hier wird dann unser Schlafzimmer sein. Die Sockelleisten sind da. Und dann, bevor ich jetzt. Oh. warum haben wir hier keine Sockelleisten drin, aus einem ganz einfachen Grund? Weil wir hier ein Umkleidezimmer machen. Ankleidezimmer, sorry, ich bin noch bei Fußball. Und auf jeden Fall wollen wir dann ab hier und ab hier Sockelleisten später einbauen. Aber genau, wir zeigen euch da auf Instagram unsere Zeichnung, die wir erhalten haben, wie es aussehen soll. Jetzt geht's weiter. Ach, sorry. Okay. Das wird unser Badezimmer.
Also das ist das Badezimmer für Emma und mich. Wir haben ja oben noch eins. Hier sind auch wieder, das haben wir euch noch nicht gezeigt, da ist kein Laminat drin natürlich. Wir haben auch die Fliesen von unten in die Bäder reingepackt. Neue Toilette, die Dusche war schon drin. Und unser Highlight, unser Whirlpool. Yes, si. Si, senor. Da kann man so Farben sein, dann weißt du, wenn dir langweilig ist. Ja, der und Radio kannst du auch hören mit Radio Antenne 4. Genau, das haben wir schon gezeigt. Und oben können wir euch eigentlich einmal noch. Jetzt können wir einfach mal die Spots anmachen, oder? Mach mal an. Weil du hast hier wieder eingeborgen, ne? Ja. Genau, das kennt ihr ja schon. Wie gesagt, hier sind überall die Sockelleisten jetzt dran. Und das hat sich noch geändert, und zwar das Bad. Die Fliesen, wie gesagt, haben wir überall ins Bad gemacht. Die Fliesen von unten haben wir auch in die Bäder gemacht. Einfach, dass es nicht zu viel wird. Also ich wollte nicht drei verschiedene Fußböden haben. Habe ich jetzt aber, weil oben im Dach geschafft. Hat sich auch was geändert. Da bist du aber du schuld gewesen. Ich habe zu wenig bestellt, Leute. Okay, komm, folgt mir, follow. Genau, wir gehen. Okay, wir gehen mal hoch. Walla, ich muss sagen, ich bin jetzt auch zum ersten Mal hier im Zimmer, weil Marisa hat hier das alles fertig gemacht. Wow. Also Schatz, das gefällt mir aber anders gut. Mhm. Und das ist ja richtig schön. Leute, der Fußboden ist richtig schön. Das ist ein richtig harmonischer, so friedlicher Fußboden. Keine Ahnung. Habe ich es gut beschrieben, Schatz? Aber der ist von der Qualität her nicht so gut. Das sieht man auch da beim Verlegen. Schon so kleine Löcher und so drin sind. Also die, ja. Das war auch, ehrlich gesagt ein bisschen günstigerer Fußboden. Aber wir haben gesagt, fürs Dachgeschoss, ganz ehrlich, das wird hier ein Kinderzimmer vielleicht irgendwann. Oder ein Hobbyraum, also ganz normal, wo man chillt. Und ein Raum für euch. Gästezimmer. Genau, haben wir uns halt gedacht, komm, da holen wir jetzt nicht nochmal so einen teuren Laminat wie unten. Und wir fanden den halt mega schön vom Look her. Deswegen haben wir den hier verlegt. Auch wieder die Sockelleisten dran gemacht. Die Sockelleisten übrigens sind 8 mm groß, also 8 cm. Ich fand es voll gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ich schwöre, die sind riesig und breit. Aber mittlerweile gefällt es uns richtig. Also ich finde, das macht so einen richtig schönen Flair. Ja, das war's eigentlich auch. Gehen wir im Haus, Schatz. Genau, Leute. Aber jetzt geht es darum, dass wir euch immer in unserem neuen Haus mitnehmen werden. Bald ziehen wir auch ein, wenn es klappt. Leute, die Möbel so aus der Türkei, also wir haben ja Möbel in der Türkei bestellt. Der, unsere letzten Vlogs angeschaut hat, der weiß Bescheid. Wir waren vor Ort in Istanbul, haben uns alles ausgesucht, was in unser Haus kommt. Und die Möbel sollten wann kommen, Schatz? Anfang September. Also wir werden da natürlich mitdrehen, euch zeigen, wie die Möbel ankommen, ob sie ankommen, ob sie richtig ankommen, ob es schön aussieht. Wir sehen es dann auch zum ersten Mal, weil es maßgeschneidert wird und auch angefertigt wird. Wir das Modell so noch nie gesehen haben. Also wir haben alles anfertigen lassen. Aber auf Instagram, da könnt ihr uns folgen oder auch nicht, einfach nur verfolgen. Verlinke euch hier unseren Kanal. Da werden wir jetzt die Zeichnungen, die wir von den Leuten bekommen haben, also wie unser Ankleideschrank aussehen soll. Ankleidezimmer. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch mit reinstellen. Und ja, Schatz, gibt es noch was zu sagen? Nein. Wir sind jetzt wieder unten und live. Diese Treppen, die machen einen wirklich kaputt. Ich will jetzt schon halb. Schatz, darf ich mal zeigen, was ich geholt habe schon vor 3 Jahren für dich? Ja, komm, zeig mal. Okay. Das hat Emlock mir geschenkt. Achso, hast du schon eingeräumt? Ja, das eine habe ich schon eingeräumt. Oh, okay, ich wusste es nicht. Also auf jeden Fall, weil ich liebe ja Fleisch, wie Marisa auch. Und da hatte ich ihr so, da war so eine Aktion. Steakset. Genau. Der hat mir so ein Steakset gekauft, aber ich kann es euch noch mal zeigen, weil ich habe schon ein paar Sachen eingeräumt. Und zwar, das interessiert ja auch immer viele, was ich so für mein Cheese und so geholt habe. Ich zeige es euch und mal. Zwar, hier stehen gerade so noch 2 Sachen. Das ist schon unsere Schublade, da habe ich mein Besteck schon drin. Das sind die Steakmesser übrigens und die Steakgabeln, die Em nach mir gekauft hat. Also die sind einfach mega cool. Hast richtig schön ausgedrückt, Schatz. Und die Steakgabeln. Also im Nachhinein gefallen mir gar nicht mehr. Doch, die sind richtig gut. Davon habe ich nochmal eine Packung. Also das habe ich noch nicht eingeräumt, aber da habe ich nochmal eine Packung von ihm bekommen. Das sind unsere normalen, das ist unser normales Besteckset. Wir haben da auch alles von WMF. Allgemein, ich habe viel von WMF. Keine Werbung, keine Kooperation, wollte ich nur sagen. Hier habe ich schon mal unsere Teller und so eingeräumt, also unser Geschirr für den Alltag. Das habe ich mir neulich auch bei XXL Lutz gekauft. Das sind so Salatschüsseln, Schalen sind 7-teilig und dann nochmal so Auflaufformen. Ja,
Einfach für den Backofen. Göstermeden geçemeyeceğim. Gel Şat. So, jetzt geht's los, 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 los. Letzte Möglichkeit einzusteigen. Jetzt anschneiden. Los geht's. Okay, er beschwingt diesen Bass. Kann ich von der Nase gehen, oder? Ich will hier Schatz. So. Das löschert. Auf jeden Fall, Leute, wir sind so dankbar, Wallah. Ich bin so unendlich dankbar, dass alles geklappt hat. Wir sind so happy. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man in so einem jungen Alter, dass das alles geklappt hat. Und ich bin einfach nur glücklich, weil ich weiß, dass es ein Traum von Marisa war. Und ja. Ja, man ist einfach irgendwie stolz, wenn man so ein Eigenheim hat. Man freut sich echt mega. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ja, wie er schon gesagt hat, wir sind echt mega dankbar. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, in dem Alter sich etwas kaufen zu können. Und deswegen, Allah hat mich schicker. Wir wünschen euch allen das Zehnfache. 20. Das Hundertfache was Traum. Von dem, was wir haben. Und ja. Gönnung für Gönnung. Okay, ihr Lieben, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wackel noch ein bisschen. Wackel, nein, mach so. Hallo, ihr Lieben. Hat's euch gefallen, das Video? Cool. Super, dann abonniert, okay? Da unten. Hier. Moment. Okay, Leute, Kamera wechseln. Kamera wechseln. Ich konnte die Kamera nicht halten. Genau, was wollen wir sagen, Schatz? Was wollen wir sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, genau, und wenn ihr auch jetzt so weitere Vlogs jetzt vom Haus sehen wollt, lasst einen ob Daumen ihr wollt oder nicht, die kommen so. Nein. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ich zeig's nochmal wie. Okay? Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Videos und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ich hab mal weh. Ups.